Im Elbtunnel, da steht ein Auto, der ist über irgendwas rübergefahren, hat er gesagt. Und zwar an der Tunneleinfahrt, da ist er über irgendwas Größeres rübergefahren und deswegen läuft er jetzt Motoröl aus. Und ja, den ADAC hat er schon bestellt, der kommt auch, aber ja, jetzt muss wahrscheinlich hier noch einer das Öl abstreuen, wahrscheinlich von der Tunnelzentrale. Die schicken ja die Feuerwehr, denke ich.